unterwegs in der Mission zu verkünden Gottes Sohn, dass man ihn preise hoch und höher, kommt Paulus heute nach Beröa, welches seines Hafens wegen günstig vor Athen gelegen. Ihr Heiden, hört mich an! Euer Zeus ist ein Götze! Ja, ja, ein Götze, denn der eine lebendige Gott hat ob der Sünden die Welt erst ertränkt und als das nichts nützte, erlöst! Erlöst durch einen Sohn! Und der Sohn, der Gott im Grunde selber ist und doch wieder nicht und wieder ist, kommt mittels des Heiligen Geistes, einer dritten Person des einen Gottes, aus einer Schreinermeistersgattin. Und bald ist die zweite Person der drei Personen oder vielmehr der drei Einen, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote auferstehen, Fische sich vermehren. Und nun kommt's, man schlug ihn ans Kreuz, worauf er, der Gott, sich selbst, den Gott, den Geist aufgeben und zum Vater sozusagen wieder sich versammeln lässt. Und wenn ihr das alles nur glaubt, ihr Griechen, dürft ihr sogar weiterhin Schweinefleisch essen. Verprügelt ihr mich jetzt? Das ist gut, das ist sehr gut. Du solltest mit deiner Rede nach Athen gehen. Dort wird man dir zuhören. Ich will nach Athen, aber das letzte Schiff fällt aus. Ist da vorhin noch ein Touristenschiff? Manchmal nehmen die noch Reisende mit. Wirklich? Wo? Etwa 300 Meter rechts. Geh nach Athen, da hast du Publikum. Hier in der Provinz verstehen die Leute nichts von Humor. Wieso Humor? Meinst du, ich mache Witze? Nicht? Ihr solltet euch besser zu Christus bekehren lassen, denn schon blasen die Posaunen zur Wiederkehr des Herrn. Ich finde ihn wirklich komisch.